meine Freunde und Damen, ein herzliches Willkommen. Was ist das denn hier? Story Creator Mode, ein Teil der Manchester ist für alle Altersgruppen geeignet und die Inhalte sind nicht von Ubisoft abgesegnet, okay? Der Story Creator Mode kann jederzeit von in den Optionen ein- und ausgeschaltet werden. Herrlich! So, ich muss erstmal gucken, ob alles noch so geblieben ist. Ist aber 20 Grafik, 60 FPS, ja. Anzeige. Ja, sehr gut, wunderbar. Das Audio mache ich mal ein bisschen leiser. Aber die Sprachlautstärke kann ja nicht bei 100% bleiben. Freunde, bevor wir anfangen, erstmal ein ganz, ganz großes Sorry dafür, dass über 2 Monate nichts von mir gekommen ist. Es tut mir unendlich leid. Dazu kam noch, dass Holger irgendwie, also mein damaliger Arbeitskollege, irgendwie seit Wochen nicht mehr online ist. Ich habe keine Ahnung, was dann los ist. Ich habe jetzt vor kurzem mit einem Arbeitskollegen von ihm gesprochen, der ist irgendwo im Urlaub, 3 Wochen lang. Also ist so lange auch The Division 2 irgendwie auf Eis gelegt, solange er nicht da ist, weil ich möchte schon mit ihm The Division 2 zu Ende spielen. Und ja, da habe ich mir gedacht, da ich ja jetzt auch Urlaub habe, habe ich mir gedacht, so, fangen wir mal mit einem neuen Assassin's Creed Teil an. Und ja, ich werde jetzt nicht mehr lange fackeln und erstmal gucken, was ist meine Stories. Keine Stories von. Okay, alles klar, gut. Na dann würde ich sagen, toll Spiel. Ja. Okay, Freunde, bis gleich! Bereit, mein König. Sag dir, Nickes. Bist du je mit deinem Sohn fischen gegangen? Nein, nie. Ich habe nur das Soldatenleben kennengelernt. Ich wäre gern mit meinem Sohn fischen gegangen. Aber nun. Stellen wir uns unserem Schicksal. Spartiaten! Jeder eurer Atemzüge hat euch zu diesem Punkt gebracht. Jeder Tropfen Blut, Schweiß und Tränen, all das führte euch dahin, wo ihr steht. Hier und jetzt. Die Perser rücken an, um uns alle zu versklaven. Ich habe einen besseren Plan. Ich sage, wir huldigen den Göttern mit ihrem Blut. Was sagt ihr dazu, Spartiaten? Für unsere Söhne. Für unsere Töchter. Für Sparta. Ja, Freunde. Oh!
schon aber. So, jetzt geht's ab hier. Ja, wir werden direkt in eine riesengroße Schlacht reingeschmissen. Ui, Hammer. Gleich sind sie besiegt. Yes, baby. Komm schon! Oh, einer von den Dicken ist schon mal weg. Ich hatte den Spiel auch schon einmal, das heißt komplett würde ich jetzt nicht sagen, aber zu 95% durchgespielt. Aber in der Zwischenzeit sind ja schon so viele DLCs dazu gekommen. Da ich ja von Anfang an den Season Pass hatte. Habe ich natürlich gleichzeitig auch alle DLCs. So, oh, du bist jetzt auch dran. Gute Nacht. Ich habe mich lange geweigert, dieses Spiel zu let's playen, weil, ich weiß nicht, dieses Spiel gefällt mir so im Endeffekt jetzt großen Ganzen nicht so wirklich. Aber ich habe mir gedacht, okay, es gehört zu den Assassin's Creed Teilen dazu und daher muss man es natürlich jetzt playen. Ne? Was? An Xerxes schickt seine Schafe zum Schlachter! Komm, Perser! Ich bringe Xerxes deinen Kopf! Törichter Spartiat! Komm und hol ihn dir! Deine Blutlinie endet mit dir, Spartiat! Ich trinke deinen Lebenssaft! Die Krähen dir die Augen auspicken! Versuch es! Und du wirst scheitern! Ich bin schon längst dabei, Xerxes, Kollege! König der Könige! Alle beugen sich ihm, wenn ich dich erst ausgelöscht habe. Komm, du Narr! Genug geredet. Meint der gerade zu mir, komm, du Lauch? Mein Sohn ist mehr Krieger als du. Ist klar. Wenn ich mit dir fertig bin. Gute Nacht. Kein Gegner für einen Spartiaten. Wir wurden verraten, mein König. Xerxes weiß von dem geheimen Gebirgspfad. Sie kommen. Bis zum Morgen seid ihr komplett umzingelt. Wir sind Spartiaten. Wann sind wir es nicht? Spartiaten?
Dieses Wort wird nichts mehr bedeuten, wenn Xerxes euch vom Angesicht der Erde... Den heutigen Tag werden die Perser niemals vergessen! Und dann morgen wird sich die ganze Welt erinnern! Endlich. Wow, das ist Cas Layla. Glaubst du wirklich, das ist der Speer? Oh ja, das ist er. Und das Buch lag fast genau darüber. Ich hatte noch nie so viel Glück in meinem Leben. Okay, los geht's. Willst du dem Ding wirklich trauen? Ich meine, das Buch könnte... Kein Hoch, Victoria. Du bist der Boss, Boss. Ich bereite alles vor. Okay, gut, pass auf. Ich habe seit dem letzten Mal ein paar Änderungen vorgenommen. Mit der modernen Technik kann man einfach nicht Schritt halten. Ich kann die Simulation auf die maximale sensorische Synchronisation einstellen, wenn du möchtest. Jawohl! Also, wir spielen nach wie vor immer auf normal, würde ich sagen. Weil einfach ist einfach zu einfach. Normal ist halt normal, ne? Und schwer. Ja, Albtraum können wir mittlerweile auch spielen, da wir das Spiel schon einmal durchgespielt haben. Aber wir bleiben bei normal. Und wenn ich das dann im Nachhinein nochmal spiele, werde ich entweder schwer oder Albtraum machen. Mal gucken, wie ich darauf Bock habe. Aber wir spielen jetzt erstmal auf normal. Immer ein Schritt nach dem anderen. Verstanden. Wenn du das alles etwas intensiver erleben willst, kann ich die Einstellung auch später noch anpassen. Hier legst du fest, wie viele Informationen ich dir einspeisen soll, während du im Animus bist. Was ist ein geführter Modus? Ein eher traditionelles Spielerlebnis. Marker werden zu jeder Zeit angezeigt und Questziele erhältst du automatisch. Erforschungsmodus. Ein neuer Einsatz. Du musst die Welt selbst erforschen, um Zielpersonen und Questziele aufzudecken. Dies ist das Spielerlebnis, das für Assassin's Creed Odyssey vorgesehen haben. Okay, aber wir würden... Gib mir alle Informationen, die du hast. Ich gehe da ganz sicher nicht ohne Hilfestellung rein. Ich helfe doch gern. Du kannst das jederzeit wieder ändern. Hör mal, Layla, bevor du da reingehst. Wenn dieses Buch recht hat, werden der Speer und die Geschichte alles verändern. Du setzt viel Vertrauen in eine ziemlich unzuverlässige Quelle. Historiker oder nicht, dieser Typ schrieb über magische Objekte und den Willen der Götter. Herodotos ist nicht Homer, sondern der erste Geschichtsschreiber. Und in diesem Text steckt mehr Wahrheit, als du vielleicht glaubst. Wem sollten wir bei der Suche nach ISO-Artefakten mehr glauben, als dem Mann, der sagt, er hätte einen ihrer Nachfahren getroffen? Ich weiß aber... Du musst mir vertrauen. Vielleicht hast du recht und dieser Speer und das Buch haben nichts zu bedeuten. Aber etwas sagt mir, dass es nicht so ist. Und ich werde Abstergo nicht den Vortritt lassen. Du hast recht, wir haben sowieso nichts zu verlieren. Es gibt nur ein kleines Problem. Und das wäre? Das Manuskript ist in schlechtem Zustand, gelinde gesagt. Und die DNA auf dem Speer konnte zwei Personen zugeordnet werden. Du musst dich für einen der beiden DNA-Stränge entscheiden. Die Wahl liegt bei dir. Ja, und da habe ich mich im Endeffekt für Alexios entschieden. Wir hatten damals schon eine Heldin in Assassin's Creed, und zwar das war Assassin's Creed Liberation, wenn ich mich nicht irre. Und ich weiß es nicht, aber irgendwie bin ich so mehr, was Charaktere betrifft, für die männliche Wahl. Charakter bestätigen, ja. Er wird uns den Weg zeigen, ganz sicher. Alles klar, Boss, dann können wir anfangen. 431 vor unserer Zeit, wir kommen. Der Beginn des Peloponnesischen Krieges. Viel Glück da drin. Ich will dir keinen Druck machen, aber es hängt alles von dir ab. Diesmal wird Abstergo nicht gewinnen. Wenn dieses Buch recht hat und wir das Artefakt wirklich finden, können die Assassinen endlich zu alter Stärke zurückfinden. Du schaffst das schon. Oh, und Victoria? Lies das Buch. Es enthält Geheimnisse, die ich alleine nicht finden werde, wenn ich da drin bin. Aye, aye, Captain. Okay.
Der Zyklop hat eine Nachricht für dich. Sag deinem Boss, die kann er sichern sein. Für letzte Woche! Malaka! Der Zyklop sagt, du bist gern den Harten. Dann sei hart! Komm etwas näher, dann erlebst du es. Du solltest mittlerweile wissen, dass der Zyklop seine Schulden immer eintreibt. Du musst deine Lektion lernen. Wenn der Zyklop mich was lehren will, dann soll er selbst herkommen. Leg dich nicht mit dem Zyklopen an! Wie jetzt? Ah, okay. Gute Nacht! Letzte Woche? Diese Scheiße passiert jede Woche. Ich kann so nicht weitermachen. Ah, danke für die Warnung. Was ist mit dir passiert? Gar nichts, Phoebe. Jetzt ist alles wieder gut. Wieder der Zyklop, oder? Hat er seine Lektion noch nicht gelernt? Offensichtlich nicht. Na klar. Bedien dich ruhig. Hast du auch Hunger, Ikaros? Meinst du, Zeus wird mich auch mit einem Adler segnen, so wie er dich gesegnet hat, Alexios? Vielleicht kannst du ihn für mich darum bitten. Nicht das wieder, ich werde Zeus für dich fragen. Ich versuche, ein gutes Wort für dich einzulegen. Endlich. Also, was hat dich hergeführt? Oh, das hätte ich fast vergessen. Markus sucht nach dir. Was will dieses Wiesel jetzt wieder? Ich weiß nicht. Er will dich in seinem neuen Haus treffen. Auf seinem Weingut. Was? Ein Weingut? Malaka! Das Gut liegt auf dem Weg nach Sami. Er sagt, der Wein wird ihn reich machen. Zack. Seit wann gehört ihm ein Weingut? Seit gestern, glaube ich. Also, Markus, der mir noch Drachmen schuldet, kauft ein Weingut? Von welchem Geld? Weiß nicht. Wo kann ich Markus' neues, schönes Anwesen finden? Kennst du die Statue des Zeus auf dem Einos? Es ist südlich von dort. Nun, ich denke, ich schulde Markus einen kleinen Besuch. Danke, Phoebe. Ich werde Markus sagen, dass du kommst. Mein Kopf.
Entscheidungen, die Entscheidungen, die du triffst, haben offensichtliche und verborgene Konsequenzen. Wäge sie daher gut ab, da sich manche auf die Story auswirken und dauerhafte Folgen haben. Okay. Genug jetzt. Sag diesem einäugigen Irren, wenn er euch nochmal schickt, schneide ich ihm sein anderes Auge auch heraus und verfüttere es an meinen Vogel. Ich treffe Markus, sobald ich angezogen bin. So, Freunde, bevor es jetzt aber weitergeht, habe ich mir gedacht, gucke ich erstmal, ob alles so läuft, wie ich mir das vorstelle. Und wenn das der Fall ist, dann sehen wir uns gleich wieder. Also, bis gleich!